Herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Sparschwein kann ich irgendwie nicht richtig schießen, ist aber auch egal, wir brauchen es nicht. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall wieder zurück. Ich freue mich, euch hier wieder zu sehen. Lasst uns auch gleich weitermachen hier im Abwasserkanal nämlich. Ja, sorry. Da hat es uns nämlich hinverschlagen im letzten Part. Okay, nein. Da, nein. Da rein. Weil von der anderen Seite sind wir gekommen. Und da müssen wir halt weiter. zwei Juwelen haben wir bisher her, also. Schon mal ganz interessant. Was mich aber interessiert, wo führt mich das hin? Okay. Nein. Und das hier? Irgendwas muss es ja bringen. Ach so. So komme ich an das Geld, was wir da gesehen hatten. Auch ganz nett. Gut, lasst uns jetzt keine Zeit verschwenden. Währenddessen setze ich Luigi schon mal da rein. Und du ziehst das schöne Teil mal bitte auf. Aber es scheint mir so, als müsste Luigi hier oben bleiben. Ja. Alles gut, Luigi. Bleib mal bitte noch ein Stück hier. Was ist denn das? Sieht mir stark danach aus, als könnte ich daran ziehen. Aha. Okay, Geld. Juwel vielleicht? Nee, aber ein Haufen Geld. Nehme ich gerne mit. Sage ich nicht nein zu. Bin ich an den Goldbarren rangekommen? Ja. Aha, da oben ist was. Das ist mir gar nicht aufgefallen bisher her. Was aber noch ein bisschen komisch aussieht, sind die Geldscheine da oben. Sind das Geldscheine? Warum fährt Luigi eigentlich immer so weit weg? Sind das Geldscheine da oben? Ich check das nicht. Geh mal hier runter, mein Freund. Bringt mir jetzt erstmal nix. Mann, Luigi, hör mal bitte auf damit. So komme ich schon mal hier ran, okay. Hier irgendwas Gescheites? Ja, scheiße. Da komme ich nie im Leben noch dran. Nee, das wird die spawnen. Ja, crap, ich muss halt echt beide gleichzeitig irgendwie steuern, aber... Das ist halt echt nicht so einfach, ja, es ist die Spawn, das ist ja logisch. Okay, aber ich schätze mal, Luigi soll hier dieses Wasserrad abdrehen. Scheiße, da ist eine Bombe. Die habe ich ja schon gesehen. Bin ich dumm? Ja. Kann man nicht anders sagen. Was bringt mir das Rad hier? Ist da was, oder? Irgendwas... Hä, was ist denn das? Okay. Also ich glaube irgendwie nicht, dass dort nichts ist, aber irgendwie... Ja, komme ich da halt nicht rein, ne? So, da sind Stacheln, schon mal wieder nicht so gut, ne? Luigi, geh mal bitte hier hin. Da ist nämlich ein Juwel, wie ich sehe. Bringt mir aber erstmal nichts. Geh mal hier durch, Luigi, und guck mal, wo du rauskommst. Da oben rechts bestimmt, oder? Weil wo sonst? Ja. Kannst du das Juwel da holen? Irgendwie... Mann, Luigi, geh mal bitte nicht weiter nach vorne. Das nervt. Da abpusten. Nee, funktioniert erstmal nicht.
Vielleicht später irgendwie. Ich weiß zwar auch nicht, wie dann, aber im Notfall gucke ich's danach, wisst ihr. Aber was ist denn jetzt hier mein Ziel? Ich möchte gerne erstmal hier mit Luigi umgucken. Mir scheint ja trotzdem noch. Ich sollte auch nicht so dumm sein und jetzt mich da reintreiben lassen, weil dann bin ich Matsch. Ich habe gerade eben schon die. Was ist da drin? Geld. Ich habe gerade eben schon die Bombe abbekommen. Dummerweise. Das funktioniert alles nicht. Wirf die Melone bitte mal weg. Kann ich eigentlich hier. Ja, kann man schon, aber bringt mir halt nichts. Warte mal, was ist denn das? Check ich noch nicht. Jetzt kann ich aber hier scheinbar mit mit Luigi das hier hochziehen, ne? Jo. Mann, Luigi, bitte. Das ist extremst nervig. Ja, und das war halt jetzt dämlich, das gebe ich gerne zu. Es geht hier ja eh nicht unbedingt nur ums Geld. Geh doch raus, wenn ich drücke. Was ist denn hier? Kann ich irgendwas ziehen? Ja, hätte ich das gewusst, ne? Aber was soll denn Luigi hier machen? Das check ich noch nicht ganz. Hier ist ja noch ein Rohr. Aha. Nein! Es ist so nervig. Ja, aber hä? Scheiß da jetzt kurz mal. Nee, der muss ja da hoch, der Idiot. Weil der muss mir ja helfen. Dann probiere ich es halt doch nochmal. Ich weiß, wir machen jetzt gerade nicht so viel Fortschritt, aber was willst du machen? So funktioniert's. Hier muss auch immer ein Juwel drin sein, oder? Nee, echt nicht. Schade. Hätte ich, um ehrlich zu sein, nämlich erwartet, da man da ja scheiße drankommt. Wenn man mal ehrlich ist. So, komm du mal bitte her. Ich könnte echt kotzen. Jetzt muss ich den echt wieder da hochbringen. Extremst nervig. Na nee, bleib ruhig da stehen. So einfach geht's. Aber an sich finde ich dieses. Ja, soll ich es Puzzle nennen? Eigentlich ist es ja kein wirkliches Puzzle. Dieser Abteil ist hier ganz nett. Das bekomme ich irgendwie noch nicht auf. Was ist das? Aha. Da müssen wir tatsächlich auch mal wieder von unten was machen. Na gut, das Geld ist wieder weg. Warte. Ich möchte nicht die ganze Zeit das ganze Geld immer despawnen lassen. Sammeln noch so viel auf, wie geht. Okay. Hier ist aber auch so viel Müll wieder drinne. Ich meine, ja, es ist ein Abwasserkanal, aber komm. Wer wirft denn hier die ganze Zeit seinen Müll rein? Das ist doch nicht mehr lustig. Bestimmt dieser dumme nee, nicht Klärgrubenmann. Dieser Abwasserreiniger. Weil er keinen Bock hat, das wegzubringen. Zieh mal bitte da dran, Luigi, danke. Warum hat die Musik eigentlich aufgehört? Bin ich zu langsam, oder? Hey, jetzt mal Fobi. Na, aber eine ganz andere Sache. Wieso kann ich eigentlich keine Dinger schießen?
Ja, was hätte ich machen sollen? Das ist jetzt nicht dein Ernstspiel, oder? Ich könnte manchmal echt kotzen. Mann, jetzt mach die Scheiße weg, es nervt. Muss ich ernsthaft den Weg? Oh, Mann. Also nervig ist die Mission schon sehr. Muss ich selber zugeben. Auch wenn ich es trotzdem immer noch ganz cool finde. Haie. Wo kommen die Haie her? Also ich schätze mal, dass es irgendwie Roboterhaie sind oder so, aber. Ja. Wo soll ich eigentlich vorbei? Ja, das ist ja auch Scam! Och, Luigi. Was für Haie, Alter. Ja, jetzt darf ich noch mal warten. Ist das ein Betrug? Ohne Witz. Konzentriert man sich schon, funktioniert es genauso scheiße. Wechsel, du Idiot. Also so scheiße hatte ich das nicht in Erinnerung. Wie kann denn das so nervig sein? Darf ich wieder warten? Weiß ja doch nicht, was ich gegen die Haie machen soll. Ich meine, es gibt ja kaum eine Möglichkeit. Ich kann die Geister ja auch nicht blitzen. Ich weiß ja, dass es Geister sind, aber. Drecksreifen hat mich halt vorhin genervt. Wo sind eigentlich Luigi hin? Ach, da. Da wird jetzt weiter mitgezogen. Scheiße. Ich checke das nicht. Ich checke nicht, was ich hier machen soll. Ja, es hätte mir ja eh nichts gebracht, da Luigi weg ist. Ich komm schon wieder. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, aber es hat einfach funktioniert. Ich weiß nicht, was das für eine. Die kommen. Die Drecksviecher kommen! Wie komme ich hier raus? Sie sind weg. Jetzt bin ich da runtergefallen. Ich dummer Idiot. Weil ich halt jetzt nicht mehr hingeguckt habe. Mann, verpiss dich mit deinen Scheiße. Nein. Mann, verpiss dich doch mit den Gummienten.
Das ist ein Betrug. Wo komme ich denn hier bitte raus? Kann ich hier einfach... Ja, keine Ahnung, was dort oben drinne gewesen wäre. Es ist mir auch langsam echt egal. Weil die Passage hat mir, um ehrlich zu sein, gar keinen Spaß gemacht. Also wirklich so absolut gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe, aber schön, dass wir mal wieder andere Geister bekommen und nicht immer nur die scheiß blauen. Das habe ich zwar schnell geblickt, aber egal. Also wo der ist, meine ich. Ja, na klar. Euch habe ich ebenfalls keine Angst. Lol, den habe ich ja jetzt eigentlich gar nicht erwartet. Und du noch, oder was? Ja, trotzdem sau einfach wieder. Also ja, hier haben wir definitiv am meisten verpasst. Ich meine, wir haben zwar auch recht viele Sachen noch gesehen, aber das bringt mir halt ja auch nichts. Wo bringt mich das hin? Zur Kiste. Na mach auf! Aber was ich gerne sagen möchte, ich finde es schön, dass man hier so mit Luigi taktieren musste. Finde ich echt mal eine schöne Abwechslung. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach so. Das bringt mich jetzt in andere Richtungen. Also wenn ich das jetzt hier nach oben mache, geht es wieder nach oben. Okay. Aber so müsste es passen, oder? So. Wenn ich so mache, dann... Hä? So ist zweimal zur Seite. Dann würde ich da rauskommen. Dann mach mal bitte so. Und hol mal Luigi komplett zurück. Das geht nämlich, denke ich, schneller. Und dann lass den mal da rein. Dann guck mal, ob es funktioniert. Jo. Also ich bin jetzt auf jeden Fall hier oben. Aber mir ist hier dieses Teil noch aufgefallen. Herzen, immerhin. Die brauche ich dringend. Ich bin ein Idiot. Was ist eigentlich hier drinne? Nix. Wie mache ich das jetzt? Ach doch so, okay. So und jetzt? Was passiert jetzt? Oha, da sind ja noch voll die vielen Schätze. Ach, hier, okay. Aber muss ich da jetzt echt komplett zurücklatschen? Ja, scheint so. Sehr gut. Der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist, und knöpf dir den Techniker vor. Das werden wir machen. Zwar natürlich nicht sofort, weil wir müssen ja auch noch den ganzen Weg zurücklatschen, was wir auch machen, weil. Ich denke mal, da kommen wir noch an ein paar Secrets ran,
die wir davor verpasst haben. Aber das machen wir, denke ich, erst im nächsten Part so komplett. Ich gehe jetzt hier trotzdem schon mal runter und öffne noch ein paar Kisten oder so. Na, nee, das sieht mir nach echt viel aus, was hier ist. Ich nehme jetzt hier ein bisschen was mit, aber das Große hebt man uns für den nächsten Part auf. Deswegen sage ich ja schon mal, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Luigi's Mansion 3. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.